wieder da in der Luft fliegt. Oho. Oh mein Gott, trifft's richtig gut. Hello YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Leute, euer Lieblingsformat ist zurück. Hashtag FixFails geht mittlerweile, ich glaube, in die vierte oder fünfte Runde. Ihr konntet wieder eure Fails auf Instagram einschicken mit dem Hashtag FixFails. Einfach einen Beitrag posten. Und heute reagieren wir natürlich wieder auf ein paar. Wenn ihr dieses Format feiert, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe heute eine kleine Challenge für euch. Wenn wir die 2000 Likes schaffen, dann bekommt jeder von euch ein... Scheiße, ich kann euch nichts geben. Dann seid ihr toll, okay? Dann seid ihr toll. Ich würde sagen, wir starten rein in die Runde mit dem ersten Fail von MZB Fails. Ich bin gespannt. Dirt Jumps im Wald, rein da. Oh, gute Laune. Oh, oh fuck, Juli. Juli, was ist passiert? Aber nicer Jump. Nicer Tabletop-Versuch. Ah! Oh fuck, Juli! Gute Besserung, Juli. Ich hoffe, dir geht es gut. Aber da hast du ein bisschen deine Arme locker gelassen im Absprung. Man sieht's richtig, wie seine Arme so zurückschlagen. Achtet mal drauf. Pass auf, seine Arme gleich. Und jetzt? Zack, der Lenker ist fast in sein Gesicht geflogen. Der nächste Fail kommt von Ranette Bauer Martin. Dream Trick on Ground Card Dump. Oh, Tricking. Mega geil, Leute. Ich habe auch richtig Bock, wieder Tricking zu machen. Tricking ist die Sportart, wo ihr Saltos am Boden macht. Und ja, schaut einfach zu. Das ist Tricking, Leute. Oh, und schön mit dem Gesicht gelandet. Card Double Full. Kann ich sogar den Trick. Also man macht sozusagen einen Rad. Und dann einen Backflip, zwei Drehungen. Oh, bisschen zu wenig abgesprungen. Aber nicer Trick, Mann. Ich hoffe, du hast ihn bald. Mega, mega nice. Card full, card double full. Richtig nice Tricks. Der nächste Trick kommt von der Nickel. Nico heißt er. Was macht er hier? Nicer Whip. Oh, richtig. Lol. Sui No Hand. Ah, und nur mit einer Hand gegriffen. Aber er hat sich richtig gut gesaved. Er hat sich richtig gut gesaved. Holy. Ey, ist nicht viel passiert, ne? Aber Shepard flext schon gut rein. Hier. Crazy. Crazy. Yo. Ich glaube, mir ist nicht viel passiert. Vielleicht ein Schürfwunder oder sowas. Aber er hat sich extrem gut gesaved, man. Holy. Der nächste Fail kommt von Fabian. Fabi Freeride. Throwback to my brother's crash. Oh, sein Bruder ist gecrashed. Ich hoffe, ihm geht's gut. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, es ist wieder alles in Ordnung. Oh! What? Er fliegt einfach aus... Yo, what? Ihn haut's komplett irgendwie. Er fährt straight in die Kurve rein. Ah, das ist eine Schutzwand. Das ist eine Schutzwand, damit keiner üben drüber rausfliegt. Anscheinend sind schon öfter Leute da über die Kurve rübergeflogen und er fährt dann mit dem Vorderrad sozusagen gegen die Schutzwand, ey. Crazy. Ja, ist, glaube ich, aber nicht viel passiert. Nicer Fail, Mann. Wir schauen zu Leven rein. Leven schreibt Dirtwiesen 2020. Oh, nice one. Let's go. Oh, oh no. Oh no. Train? Er schafft's nicht. Oh mein Gott, und der andere? Einfach über ihn drüber geflogen. Oh, der hintere, tut mir leid. Nices Bild. Einfach... auf den Kopf gesprungen. Oh, der hintere tut mir leid, Mann. Den hat's richtig zerlegt. Den hat's richtig zerlegt, Mann. Gute Besserung. Ich hoffe, es ist nicht viel passiert, Mann. Ich hoffe, es ist wirklich nicht viel passiert. Wir schauen rein zu Lenny. Neue Sprünge testen. Ist schon länger her. Ist aber Gott sei Dank nichts passiert. Erstmal ein Like geben. Junge, was ist das für ein Anzeigebild schon? Bruder. Ich muss sagen, allgemein, solche Trail-Jumps im Wald machen mir Angst. Ich habe keine Sorge, hier irgendwie einen hohen Kicker zu springen oder so. Aber so ein Trail-Jump, der einfach so 7, 8 Meter weit ist, die finde ich schon immer ein bisschen beängstigend. Da braucht man einen richtigen Speed. Aber schauen wir einfach mal rein, wie der da in der Luft fliegt. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Trifft's richtig gut. Yo, aber er springt voll früh ab. Entweder er wusste direkt, dass er nicht schnell genug ist. Schau mal, er kickt sofort sein Fahrrad weg. Sofort. Aber Fullface-Helm, Rückenprotektor, sehr gut. Und anscheinend ist ihm wirklich nicht viel passiert. Er ist dann noch aufs Landing gesprungen mit beiden Beinen, hat den meisten Wucht abgefangen.
Oh mein Gott! Und dann ein bisschen nach hinten. Ey, crazy. Und genau deswegen habe ich Angst vor den Sprüngen. Leute, genau deswegen. Weil entweder du bist zu kurz und dann bleibst du komplett hängen. Oder crazy. Man braucht halt das exakte Tempo, ne? Und wenn dich jemand reinzieht, wäre natürlich Bauer. Kommen wir zu Roman. Stoked on his new learn and a 360 off the ledge. Nice one. BMXer. Schauen wir mal rein. Nice Halle, Mann. Footchamp to fake you, der hat die Pedale, glaube ich, nicht erwischt. Ja, komm, noch mehr Perspektiven gehen nicht, oder was? GG's, Bro. GG's. Schauen wir noch sein 360 an, von der Ledge anscheinend. Nice, Mann. Nice 360, Mann. Ey, richtig geile Halle, Mann. Sowas wäre auch ein Traum von mir. Einfach nur so ein kleines Hallchen, wo man fahren kann. Hinten eine Quarter, hier so eine kleine Jumpbox und so. Mega geil. Aber wir schauen nochmal seinen Fail an. Ja, er hat das Pedal nicht mehr erwischt. Drüber gestiegen und dadurch natürlich Gleichgewicht verloren. Nicer Fail, danke fürs Einsenden. Wir schauen zu Raphael Herzog. Bruder, das Anzeigebild schon. Was ist das? Ich bin gespannt. Downhill. Oh no, boy. Oh no. Nass, rutschig mit Blättern. Er wird Safe Call irgendwo einfach aus der Kurve rausrutschen, denke ich mal. Oh, vielleicht muss ich mit Sound anhören. Wir schauen nochmal das ganze Video mit Sound an. Oh, das Video hat keinen Ton. Okay, ey, komisch. Man sieht leider nicht, warum er fällt. Aber anscheinend hier bei dem kleinen Sprung, ne? Sprung? Ja, man sieht nicht, wo er fällt. Er hat auch nicht geschrieben, woran es gelegen hat. Crazy, aber er fällt, Mann. Oh, alles schmutzig, ey. Schön in den Dreck reingelegt. So muss das sein. Und die Freunde direkt korrekt am Helfen. Abgestiegen, Fahrrad mit hochgehoben, Ehrenmänner. Wir schauen zum nächsten Fail. Und zwar kommt der von Jonathan Mountainbike. Und schon wieder so ein Trailjump, ne? Ich sag's, wie es ist. Das ist einfach nur krank. Mir geht's gut. Hoffentlich. Wir schauen rein. Oh, ich glaube, er wollte einen 360 versuchen. Oh, und voll auf dem Arsch. Ah, gute Besserung, Bro. Aber ihm ist nichts passiert, also von daher. Junge, Instagram ist aber auch brutal. Es lässt einfach das Video 10-mal abspielen, wenn es jemand auf Schnauze haut. Schaut euch diesen Sprung an. Da würde ich jetzt nicht unbedingt einen 360 versuchen zu lernen. Aber vielleicht kann er ihn noch. Vielleicht war es einfach nur blöde Gelegenheit. Man weiß ja auch nicht, was da passiert ist. Wir schauen zum nächsten und zwar Malte im Skatepark. Thanks for the pictures. Fix. Da steht ja gar nicht mein Name. Wir schauen rein. BMX Street. Yo. Er fetzt den Barspin, aber sowas von clean. Jo, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Entweder Angst oder keine Ahnung. Aber Barspin ist so ein Trick, den will ich nächstes Jahr auf jeden Fall safe können. Den muss ich auch können. Wenn du ein richtiger BMXer bist, dann musst du einen scheiß Barspin können. Ob du willst oder nicht. Aber nicer Trick, Mann. Hat den safe schon gelandet. Danke fürs Einsenden vom Fail. Wir schauen zum letzten Fail für heute. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei sein wollt, schickt natürlich gerne euren Fail mit Hashtag FixFails auf Instagram. Ich kann nicht jeden dran nehmen. Mittlerweile sind so viele Einsendungen. Dafür ein riesengroßes Dankeschön geht raus. Wir schauen natürlich, dass wir auch die interessantesten Fails hier in die Folgen reinnehmen, damit ihr natürlich auch die Besten von den Besten seht. An der Stelle vielen, vielen Dank an jeden, der was einsendet. Versucht's gerne nochmal, falls ihr nicht dran wart. Hashtag FixFails einfach auf Instagram und wir schauen rein. E-Ray BMX. Schön auf den Kopf gefallen. Oh, Bro. Bitte hab einen Helm an. Leute, fahrt mit Helm. Man sieht nicht, ob er einen Helm an hat. Ah. Oh. Ich schau nochmal mit Sound. Ah. Und natürlich ohne Helm. Junge. Einfach nur einen Helm anziehen. Und dann ist es einfach ein easy fail. Fällst du auf den Helm und fertig.
Jetzt hat er eine schöne Beule. Hoffentlich lernst du draus, Kollege. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Aber trotzdem danke fürs Einsenden vom Fail. Kriegst natürlich auch ein Like. 180 und dann im Turn verkackt oder so. Freunde, ich würde an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich auch mega drüber freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich heiße dort Jofix. So schaut mein Profil aus. Da haben wir letztens ein BMX verlost. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und hier, Dankeschön für die Leute, die gerade ein Follow und Like dagelassen haben. Kuss, Kuss, Kuss. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht Abonnent von diesem Channel seid, lasst ein Abo da. Bis dann und tschüss.